accept the gospel, all doors will open before you. Get back! Get the fuck away from me! Don't you look at me. Be back. No, you can't look at me. Kann man mal machen. Sleep no more. Space. Alone. Leave me alone. Tja. Willkommen zurück in Part Nummer 3 meines Outlast Let's Plays. Direkt aufgenommen nach Part 2, das heißt, wir haben es draußen immer noch relativ dunkel. Ich habe keine Bonbons dabei, du hast kein Klopapier dabei. Halloween ist erst nächstes Jahr wieder. Ein bisschen gruselig siehst du schon aus. Wenn ich nah genug dran bin, tust du mir was? Nee, ne? Willst du nur spielen, oder? Ja, bist jetzt im Fernsehen. Fernsehen? Nicht gut? Batterien rein in den Camcorder. So. Oh. Zeke shouldn't hurt you. This is what he said. When the cat's away. Sagt er gerade irgendwas mit dem Jam und Katzen? Who's this? Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Sehr angenehm, wie ihr über mich spricht. Guten Tag, ich bin der Neue. Offensichtlich habe ich meine Klamotten noch an. Wäre ja mal was Neues für euch. You look like you've seen a ghost. Ja, ein Rollstuhl. Typ. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Sieht auch nicht so schön aus. Sag Bescheid, wenn du durch bist, ja? Nicht gerade noch einer drin? Ist da nicht gerade einer reingerannt? Hallo. Ah, da ist er ja. Ja, einen ziemlich starren Gesichtsausdruck. Bei ihm sieht der Mund auch sehr geschlossen aus. Also, was haben wir denn bislang gesehen?
Wir haben letzte Folge gesehen, wie Soldaten durch unsichtbare Kräfte durch die Gegend gewuselt wurden. Was ich ja normal an Horrorfilmen und an Spielen jetzt eher so doof finde. Und wir haben hier irgendwelche armen, psychisch gestörten Wesen, die misshandelt wurden. Oder irgendwelche Experimente wurden an denen scheinbar durchgeführt. Ein paar Scheinoperationen oder was. Ach, guck mal, ein Weg. Aber Kisten öffnen kann man nicht, oder? Kann man da irgendwie drüber? Kommt man irgendwo hin? Ah ja, man kann hier hoch. Oh, hallo. Du warst das ganz im Dunkeln. Du warst nicht invited to this, you goddamn sicko! You like to watch? It's sick. You're sick. Ich bin sick. Okay. Ah, ich habe keine Batterien mehr. Müssen wir neue Batterien finden. Da oben ist 0 von 5. Ich bin mir nicht sicher. Das scheint nicht die Batterienanzeige zu sein. Wo waren die sonst? Ich hab's nicht gesehen. Da könnte ich jetzt versuchen lang zu kommen, aber eben gucken, ob wir hier noch irgendwo weiterkommen. Nee. Aber wir haben vorhin ja was notiert. Das können wir uns ja mal eben angucken. Was haben wir denn vorhin notiert? Notes wollte ich. Entschuldigung. The priest, Father Martin, brought me here to show me something. Thinks I'm going to be a witness for whatever batshit crazy he's trying to sell me. Fuck this place. Seriously, just fuck this place. Dying keeps moving lower on the list of the worst things that could happen to me here. Ja. Necrophilia, ja. I like to watch. So, jetzt haben wir wieder neue Batterien. Dann können wir uns den Menschen da vorne mal eben anschauen. Ja, mehr oder weniger. Showers. Okay, immerhin haben wir eine Batterie gefunden, aber da müssen wir mal ein bisschen sparsamer mit umgehen, denke ich mal. Oh, wir können über die Leute drüber laufen, wie schön. So, das war jetzt hier. Einfach drauf zulaufen. Und dafür war vorhin irgendein Tooltip und ich habe mich jetzt schon fast geärgert, dass er nicht wieder kam. Ja. Also normal nur Film scheint keinen Strom zu verbrauchen, nur wenn ich das Licht anmache, wa? Wo sind Ernie und Bert? Juhu, ich habe ein Item. Follow the blood trail to the exit, okay. God annoys. Nee, ach, nicht annoys. Always. God always provides a way. Follow the blood. Ich bin mir nicht sicher, dass das immer die sinnvollste Idee ist, wenn man Blut an der Wand sieht, das zu tun, was das Blut von einem will. Aber gut. Jetzt wurden wir nochmal ein bisschen angesprüht hier. Ist bestimmt was total Gesundes gewesen. Ich meine, hier wirkt ja eigentlich niemand krank, ist ja eigentlich alles gesund. Ah ja. Mit Blutspur sind nicht die Blutspuren da gemeint, sondern die Pfeile auf der Wand, wa? Down the drain. Also lesen kann er aber. Oh ja, ein Zettelchen.
Mir wäre jetzt ja eher nach mehr Batterien, aber... Kann man die noch irgendwie... Ne, der hat eine komplette große Bounding-Box um sich rum, da kann man nicht irgendwie mit ihm interagieren. Down the drain. Der sieht aber auch echt abgemagert aus, ne? Das ist... naja. So, wir haben ein neues Dokument gefunden. Father Martin, Fingerpainter. Dr. Zeichner. Dr. Zeichner über den Fingerpainter. Gave me your info to contact regarding the cancellation of the arts program. My patient, Martin Achimbaut, has made enormous strides in his therapy on the account of his finger painting. Just in the weeks since canceling the arts program, his schizoaffective assertions of some higher calling have accelerated enormously. Please, just let the man finger paint. The few dollars you're saving on tempered paint is more than swallowed by the cost of clozapine. Wird wohl ein Medikament sein. I can't imagine the logic that play here. Unless Merkoff wants our patients to become more disengaged from reality. Dr. Neil Wolfram. Also der Typ ist irgendwie schizophren und das Malen hat ihm geholfen und dann haben sie ihn nicht mehr malen lassen und jetzt malt er trotzdem weiter, halt in Ermangelung von Farbe dann mit Körperflüssigkeiten seiner Mitgefangenen. Bin mir sicher, dass das jetzt nicht darauf anspielen will, dass gleich mich Leute verjagen werden. Ist das bestimmt nur so als allgemeine Information. Hi. Ich habe weder was gesehen noch etwas auf Video. Und sonst so? Was passiert denn mit... Sieht der mich nicht oder will der mich nicht sehen? Wenn ich jetzt hier reingehe, bin ich bestimmt tot, hä? Ich spiel mal weiter, ich habe nichts gesehen. Oh, na, da. Das in meiner Hand ist, keine Kamera. Oh! Noch einer! Na. Ich hab nichts gesehen. Ich kann diese Tür hier gar nicht zumachen. Hier kann ich aber aufmachen. Ich wollte die hinter mir schließen. Oh oh. Hi! Ich glaube, er möchte nicht mein Freund sein. Och, jetzt lass mich aber nicht in der Zelle wieder aufwachen, oder? Nee, immerhin. Okay. An irgendeiner Seite war jetzt noch das eine Dokument. Das haben wir auch schon. Immerhin. Dann versuchen wir es mal diesmal mit dieser Seite, ha? Langsam. Gut, dass die Türen auch nicht quietschen oder so. Machen wir mal Licht eben an. Gehen wir einmal nach Batterien absuchen. Hier ist noch ein Walkie-Talkie. Kann ich da keine Batterie rausnehmen? Offensichtlich nicht. They weren't experiments. They were rituals. A conjuring. Möchtest du mir mehr erzählen? Ich kann dich hier auch nicht rauslassen. Die haben auch alle so eine komische Halskrause und so. Hm. Kann man sich auf jeden Fall verstecken in den Schränken, aber sonst sehe ich ja auch nichts Tolles. Das heißt, wir müssen sogar in die andere Richtung. Bäh. Da werden wir wieder gejagt. Nö, da kann man hier noch irgendwo lang. Nee. Ja, das hast du letztes Mal auch schon erzählt. Spiel. Also der hat mich jetzt zumindest gerade nicht gejagt. Das war ja der andere Typ dahinter. Dahinter.
Die sind einem auch die ziemlich dicht jeweils auf den Fersen. Das ist alle nicht so schön. Ich suche jetzt hier reingehe. Der jagt mich nicht, aber ich habe gerade auch nicht so eine Ahnung, was ich überhaupt machen soll. Ich weiß, wenn ich hier irgendwo lang gehe, dann werde ich wieder gejagt. Da stehe ich gerade nicht so drauf. Das war, glaube ich, hinter der Tür hier, ne? Dann gehen wir da mal nicht hin, sondern ja, wir gucken mal, was passiert, wenn wir hier vorne bei Ihnen wieder in den Raum gehen. Nennen wir ihn Paul. Hallo, Paul. Paul sagt, mein Hintern ist zu dick. Ja, ich sag nichts. Ich bin ganz ruhig. Er hat irgendwer ein bisschen randaliert. Randale. Eine Batterie. Yay. Aber sonst ist hier auch wieder nichts drin. Die Frage, ob man vielleicht auch vor Leuten wegrennen muss, um die irgendwie aus dem lauren Raum zu locken oder irgendwas. Get back! Aua. Also er will mir eigentlich nichts, er will nur nicht, dass ich ihm im Weg stehe. Was mir soweit ganz recht ist, ist ja okay. Ja. Soll er halt. Gegen ihn habe ich gerade weniger Abneigung als gegen den Typen, der mir hinterher rennt. Mal gucken. Die Türen kann er schon mal öffnen. Die Frage, ob der jetzt patrouilliert oder wieder hinten in den Raum geht oder. Nach oben steht doch die richtige Anzahl. Wir haben jetzt noch 2 Batterien, 2 von 5. Wir können 5 Batterien tragen, weil Batterien sind so groß und schwer und so, da kann man halt nicht so viele von mitnehmen. Danke, Freundchen, dass du dicht gehalten hast. Gut, die Tür hat den jetzt echt gut aufgehalten. Das gefällt mir. Die Frage ist jetzt ein bisschen, wo der Typ jetzt wieder hin ist, ne? Und ob der jetzt vielleicht doch auch aggressiv geworden ist. Man weiß es ja nicht. Nee. Ja, ich bleib quiet und away und alles. Lichter irgendwie rausschrauben oder ausmachen kann man auch nicht wirklich, ne? Nee, der ist jetzt weg. Scheinbar. Okay. Also gehörte das doch zum Game, dass man den da jetzt rausholt. Okay. Gibt's hier sonst noch was? Oh, ein tolles Knöpfchen für den Airlock. Mhm. Kann mal gucken, ob man irgendwas Tolles sieht. Nö. Ops. Okay. Gucken, ob wir noch irgendwas auf den tollen Monitoren sehen.
kenne nur einen und der rumläuft, der ist mal so unfreundlich zu mir. Ach nö. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich habe gerade auf die Tür geklickt, aber der wollte nicht. Ach, das ist jetzt der Typ, der macht mich gar nicht mehr leiden, ne? Schweinerei. Nee. Kannst mir nicht folgen. So, und wo geht's jetzt hier weiter? Nee. Ich meine, ich kann mal klicken. Aber wenn da keine Hilfe erscheint, dann ist die Tür wohl auch nicht zu öffnen. Oh, Ernie und Bert sind wieder da. Now we indulge. Yes. His tongue and his liver. Yours. Mine. Jetzt haben sie ein Messerchen dabei. Finde ich ja gar nicht so toll. Nee, da möchte ich nur gar nicht raus. Ich wollte eben gucken, ob es hier oben noch was gibt. Wie zum Beispiel diese Batterie hier. Das Blut reflektiert das ganze Licht auch sehr gut. Das ist also schon schön. Ja. Besuchen wir mal Ernie und Bertha. Stehen zwei nackte Männer, die ein bisschen kaputt sind, mit einer Machete in der Hand und der eine hätte genommen meine Leber und meine Zunge. Natürlich gehe ich rüber und sie sind weg. Warum sollten sie auch auf mich warten? Und die wollen mich ja nur töten. Ich verstehe es nicht. Das macht doch jetzt auch keinen Sinn, dass sie weggerannt sind. Irgendwie ist ein Bildschirm schon da oder soll irgendwie Viren oder was darstellen? Man weiß es nicht so genau. Ja, nehmen wir das erstmal mit hier. Die Schritte werden unten sein. Ist hier noch irgendwo noch eine Batterie oder sowas? Ein Radio. Ich würde jetzt ja auch eine Batterie rausnehmen, aber ich meine, derjenige, dem das Radio gehört, der hat da wahrscheinlich nicht mehr so viel von. Und wenn, dann kauft er sich halt morgen eine neue Batterie. Diese Schleuse ist jetzt nicht ganz so optimal. Wir sollen ja der Blutspur folgen. Noch ein toter Wärter. Die Duschen brauchen eine Keycard. Deswegen sind die ja so dreckig, die kommen nicht in die Duschen. Das erklärt natürlich einiges. Ah. Der hat ihm gerade den Kopf abgerissen. Der andere rennt panisch rum. Warum nur? Weil irgendein irrer Großer den Leuten gerade Köpfe abreißt. Oh, ich habe die Keycard gefunden. Wie praktisch. Der Tooltip weist mich direkt darauf hin, dass ich damit in die Duschen soll. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Lalalala. Dann wollen wir mal duschen gehen. Sieht bislang eher nicht so wie Duschen, sondern wie ein Abstellraum aus. Exit through the showers. Ist da gerade jemand reingesprungen oder reingeschmissen worden? Ne, reingesprungen, wa? So. Hier gibt es aber sonst auch keine Batterien und nichts zu holen. Dann machen wir weiter. Oh.
War das jetzt Ernie oder Bert? Okay, also der kommt uns entgegen und wir haben keinen alternativen Weg, wo wir uns irgendwie verstecken können. Aber es ist stockfinster, also sieht er uns vielleicht nicht. Also bleiben wir am besten nicht vor einem Fenster stehen, wo es reinblitzt. Obwohl, da ist die Frage, wie dunkel das hier wirklich ist. Hallo. Du könntest ja auch langsam was anziehen. Da war hinter mir auch noch einer. Von wo auch immer der jetzt kam. Also Ernie läuft und der Bert fliegt, oder? Hier ist auch keine andere Tür, die wir nutzen könnten oder sowas. Ich weiß gerade echt nicht, von wo der andere gekommen sein soll. Ist auch kein Loch im Zaun. Ach, warte mal, da vielleicht kann man aus dem Fenster raus. Oh. Okay, der hat mich jetzt irgendwie nicht gesehen. Na, ihr beiden? Nom 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 nom. Also irgendwie ist die KI interessant, ne? Die sehen mich, ich meine, die gucken mich an, aber sie ignorieren mich. So, mal gucken, ob wir jetzt schnell aus dem Fenster oder was können. Bisschen doof und gemein seid ihr schon, oder? Ich will nicht mit euch spielen. Ich soll durch die Showers, durch die Duschen wegrennen. Im Endeffekt kriege ich hier gerade eine Dusche, ob das auch zählt. Also die wussten jetzt auch, dass ich raus bin, aber haben trotzdem nichts dagegen unternommen. Und haben mich hinterher auch nicht gejagt. Irgendwie macht das wenig Sinn. Ich meine, sobald ich denen in die Arme renne, killen die mich. Aber wenn die mich offensichtlich sehen und mir nachgucken oder sich darüber unterhalten, dass ich gerade aus dem Fenster raushänge, dann lassen die mich einfach. Naja. So wie das Walkie-Talkie da sitzt, könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie... Oder ist das überhaupt ein Walkie-Talkie? Ja, doch. Doch, Channel 1 ist ein Walkie-Talkie. Das hätte auch in einem anderen Kontext vom Spiel irgendwelche Diktiergeräte sein können, die man sammeln muss, und dann hört man so die letzten Notizen, bevor sie auseinandergenommen werden oder so. Ist doch reichlich blutig. Ich weiß gar nicht, ob man auf YouTube überhaupt irgendwie so Altersbeschränkungen für die Videos machen kann oder sowas, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, von wo ich komme, aber ich laufe einfach mal. Das Gefühl, hier war ich noch nicht. Sehen wir noch mal was Lustiges auf den Videos? Nee, ne? Nicht wirklich.
Oh. Wie praktisch das so ist, da war deine Tür geöffnet. Die von alleine. Dann laufen wir mal weiter durch den Schacht.